Hallo, ich bin Jürgen Fässer, ich bin 77 Jahre alt und arbeite gerne für die Firma Pfitzmeier seit 40 Jahren und ich freue mich jedes Mal auf meine Kurse, auf meine Teilnehmer und bin froh, wenn die alle glücklich und entspannt nach Hause gehen. Für mich ist, egal wie man es jetzt nennt, ob konzentrative Selbstentspannung vom autogenen Training, ob das Shavasana vom Yoga, das hat alles den gleichen Hintergrund. Nämlich, was ist der Hintergrund, wenn ich die Kurse angucke und sehe, an was die Leute kranken? Es ist primär und fast für alle Schmerzzustände sind Verspannungen im Körper da. Woher kommen die Verspannungen? Die kommen, es hat verschiedene Gründe, kommt Fehlhaltung, Fehlernährung, schlechte Bewegung. Diese Verspannung ist ja nicht nur so, dass die muskulär jetzt verspannt, dass man irgendwo muskulär verspannt, sondern daraus resultieren Fehlhaltungen. Und damit werden Gelenke ungünstig beeinflusst, ungünstig angesteuert. Und wenn die Gelenke mal ungünstig angesteuert werden, dann gibt es natürlich früher einen Verschleiß. Die Hüfte ist so ein typisches Beispiel. Wenn da die entsprechenden Strukturen außenrum nicht gedehnt werden, und zwar nicht einfach hin und rüber biegen, wieder loslassen, sondern da kommt jetzt diese emotionale Achtsamkeit dazu. Man muss im Kopf sich mit lernen, sich auf den Körper zu konzentrieren, alles andere auszuklammern. Das wäre das hohe Ziel, dass man wirklich so in seinem Körper drin ist, spürt, wo sind Verspannungen, wie kann ich die lösen? Und dazu ist dann der Trainer da, der in der Weiterhilfe. Also für mich ist das Grundübel der heutigen Zeit dass wir durch die sitzende Haltung, durch die Bewegung mit dem Handy, mit dem Computer, diese Haltung bevorzugen. Vorne verspannt und hinten Larifari, sage ich gern dazu. Also keine Spannung drin. Anstatt, dass man es immer wieder lernt, sich aufzurichten, dass man die Atmung überhaupt funktionieren kann. Also bei 80%, ich will zwar nicht übertreiben, aber 80% der Teilnehmer können nicht mehr richtig atmen. Das ist die Grundlage für alles. Das ist die Grundlage, dass genug Sauerstoff im Körper kommt, die Zellen ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden, weil Sauerstoffschuld im Körper begünstigt den Alterungsprozess. Also wenn man das nicht lernt, kriegt man vielfältige Schwierigkeiten. Das würde ich jetzt immer so behaupten. Und ich denke, da stehe ich nicht allein da. Aufgrund der Tatsache, dass man erst diese Übungen macht, vor der Entspannung kommen erst die körperlichen Übungen. Das heißt, wir kriegen die verschiedensten Strukturen unter Spannung, wir kriegen die verschiedenen Strukturen mit entsprechenden Übungen wieder zum Dehnen. Also diese Anspannung und dieses Dehnen spürt der Mensch. Das heißt, wie Yin und Yang, also Anspannung, Entspannung, das reicht ja auch, Anspannung, Entspannung, das beinhaltet ja alles. Das merkt man während den Übungen. Und während der Übungen soll man dann auch lernen, diese richtige Atmung mit reinzubringen. Also diese drei Säulen setzen sich in den einzelnen Übungen fort. Es ist nicht nur, dass bei der Entspannung die drei Säulen wichtig sind, sondern bei jeder einzelnen Übung. Und je nachdem, was halt der Einzelne für einen Alltag hatte, kommt er mehr oder minder verkrampft an, verspannt am Rücken. Und es gibt, und das sagt man ja auch jedes Mal bei den Übungen dazu, für was das gut ist. Und man merkt es an den Leuten. Das Schönste ist, wenn jemand kommt und sagt, ach Gott, Junge, mir hat alles weh, es ist alles wieder in Ordnung, mein Kopf weh ist weg. Das sind natürlich dann Feedbacks, wo unser einer lebt davon.